Wir fahren jetzt heute nach Mannheim und lassen dort morgen früh bei dem Wohnmobilhändler, über den wir schon mal berichtet haben, unser Auto waschen in der Waschanlage, die er hat. Den Link setze ich unten nochmal in die Beschreibung. Wir werden ungefähr eine Stunde brauchen. Gott sei Dank, die ganzen Staus, die heute sind, sind alle in der Nordrichtung. Und wir sehen uns dann in Mannheim. Wir sind derzeit auf dem Wohnmobilstellplatz Mannheim-Neu-Ostheim, unserer Durchgangsstation nach Karlsruhe, wo wir die Nacht verbracht haben. Der neu angelegte Platz ist als Durchgangsplatz konzipiert, das heißt, man fährt vorne rein, am anderen Ende des Platzes raus und eben dann rückwärts in die verschiedenen Parkbuchten. Das ist die Ver- und Entsorgungsstation. Hier bezahlt man auch seine Parkgebühren und kann die Wertmarken für Strom und Wasser kaufen. Der asphaltierte Entsorgungsplatz bietet ausreichend Raum auch für große und breite Wohnmobile, zumal die Plätze sowieso sehr gut dimensioniert sind. Vorne ist die Wassersäule. Hier kann man für 1 Euro 100 Liter Wasser ziehen. Kleine Mengen werden allerdings nicht abgegeben. Also einfach mal die Gießkanne füllen mit 10 Litern Wasser oder zum Kaffee holen, das ist nicht drin. Interessant bei dieser Säule ist, dass hier die Literzahl angegeben wird. Derzeit sind noch 77 Liter auf der Säule. Das heißt, man kann sehen, ob noch Restwasser drin ist oder ob man bezahlen muss. Denn diese Säule funktioniert nicht zeitgesteuert, wie die meisten Wassersäulen, sondern tatsächlich nach Mengenabgabe. Das heißt, wenn man 100 Liter braucht und bezahlt, bekommt man in der Tat auch 100 Liter, egal wie groß der Durchmesser des Wasserschlauchs ist. Sind die Automaten rechts, um den Parkschein zu lösen, und links für die Wertmarken. Der Parkscheinautomat funktioniert entweder mit EC-Karte oder mit Kleingeld. Scheine kann man hier nicht eingeben. Und das ist der Automat für Wertmarken, denn Strom und Frischwasser kann man nur gegen Wertmarken ziehen. Er funktioniert einmal mit Scheinen und mit Münzen. Und wenn man jetzt mal drauf drückt, dann sieht man, man kann 1-2 Euro Münzen einwerfen oder 5, 10 oder 20 Euro Scheine. Die Plätze selber sind großzügig angelegt. Am Ende des Stellplatzes gibt es auch einen Platz für besonders große Wohnmobile. Ansonsten sind immer zwei Stellplätze nebeneinander. Und zwar leicht versetzt, sodass man nicht direkt nebeneinander steht. In Hörweite befindet sich die nahegelegene Bundesstraße, die allerdings nachts nur wenig befahren ist. Tagsüber hört man auch den nahegelegenen Sportflughafen Mannheim. Nachts gibt es allerdings keinen Flugbetrieb. So, jetzt geht's weiter zur Firma Gümer, unser Wohnmobil waschen. So, jetzt wird er gewaschen. Bei der Fahrzeugwäsche habt ihr die Wahl zwischen einer reinen Handwäsche
und einer Maschinenwäsche in der Portalwaschanlage. Die Anlage selber wird von einem hohen Podest aus gesteuert, sodass man das Dach wunderbar überblicken kann, um Beschädigungen zu vermeiden. So, jetzt ist unser Wohnmobil gewaschen, vorgereinigt mit einem Reinigungsmittel, dann erstmal den gröbsten Dreck mit einer Bürste entfernt, dann mit den automatischen Walzen der Waschanlage gereinigt, anschließend nochmal Klage abgespritzt und er ist blitzsauber und jetzt geht's weiter nach Karlsruhe. Eigentlich wollten wir ja auf einem Parkplatz von Park4Night direkt am Schloss in Karlsruhe stehen, weil wir uns dort morgen mit Freunden treffen. Aber daraus wurde leider nichts, denn die Parkmöglichkeiten sind eigentlich nur für PKWs. Und dort kann man vielleicht als Kastenwagen stehen, aber nicht mit einem 7 Meter Wohnmobil. Wir sind dann kurz entschlossen umgezogen und man hört es. Hier gibt es eine ganze Menge Wassersport. Wir stehen jetzt hier am Leopoldshafen am Rhein. Ein wunderschöner Parkplatz, gemischt PKW und Wohnmobile, wobei hier in der Reihe eine ganze Menge Wohnmobile stehen und da ist auch jede Menge Platz für Wohnmobile. Das Ganze liegt ziemlich idyllisch am Fluss. Hier kann man kostenlos stehen. Es gibt keine Ver- und Entsorgung, es gibt auch keinen Strom. Aber dafür steht man eben, wie gesagt, kostenlos und direkt am Flussufer. Leider durfte man in der Ausstellung nicht fotografieren, darum hier einige Bilder aus unserem Italienurlaub vom letzten Jahr, wo wir das Etruskermuseum in Volterra besucht haben. Den riesigen Schlosspark kann man entweder mit einer Schmalspurbahn oder im Rahmen einer ausgedehnten Wanderung erkunden. Ein längerer Aufenthalt lohnt sich auf jeden Fall. Neben verschiedenen Museen, zu denen auch das Badische Landesmuseum im Schloss gehört, der alten Stadtkirche und dem Marktplatz, hat Karlsruhe eigentlich nicht so wahnsinnig viel an touristischen Sehenswürdigkeiten zu bieten. Umso mehr Glück hatten wir, dass das Fest der Sinne, das jedes Jahr stattfindet, genau auf dieses Wochenende fiel. Hier ein paar Eindrücke. Unser verlängertes Wochenende ist jetzt vorbei und wir sind wieder auf unserem Heimatstellplatz in Frankfurt angekommen. Jetzt müssen wir nur noch 3 Tage arbeiten und dann geht es gleich wieder weiter nach Meißen zum Tag der offenen Tür in der Meißener Porzellanmanufaktur. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr uns auf unseren Reisen weiter begleiten wollt, abonniert unseren Kanal. Alle Links findet ihr unten in den Beschreibungen. Bis bald. Tschüss.